Was stellt der Klimawandel mit exotischem Obst an? Naja, hier haben wir den gelben Nachtschatten. Selbst für die meisten Botaniker in Deutschland ist das eine ziemlich exotische Art. Der gelbe Nachtschatten ist eine Spezialität von Heidelberg. Das heißt, in Heidelberg ist er relativ verbreitet, aber im Rest von Deutschland relativ selten. Was ist der gelbe Nachtschatten? Im Prinzip sowas wie eine kleine Tomatenpflanze. Und was passiert mit Tomatenpflanzen im Herbst? Sie erfrieren. Ja, das passiert normalerweise auch mit allen Nachtschattenarten hier in Deutschland, außer in den milden Wintern der letzten Jahrzehnte kommt ja der bittersüße Nachtschatten, der mehr oder weniger sowas wie eine kleine Liane oder ein kleiner Busch ist, seinen Stamm über den Winter hinweg retten. Aber nicht diese Nachtschattengewächse, die im Prinzip allen als Einjährige bekannt waren. Der schwarze Nachtschatten, der gelbe Nachtschatten, der glänzende Nachtschatten, alle diese kleinen Pflänzchen. Hier muss ich schon fast sagen Büsche, weil hier eine komplette Population, zumindest viele der Pflanzen, nein, nicht alle, die da hat es zum Beispiel nicht geschafft, sich über den Winter zu retten, obwohl die Wurzeln scheinen noch halbwegs intakt zu sein, aber wenn sie jetzt im Mai, Ende Mai noch nicht ausgetrieben hat, schätze ich, sie ist tot. Aber hier eine ganze Population von Pflanzen, die eigentlich im Winter vollständig abfrieren müssten, sind nur zur Hälfte abgefroren und können somit, also wahrscheinlich haben diese Pflanzen den ganzen Winter hindurch Früchte produziert. Stellt euch vor, eine Tomate in Heidelberg, die ohne jeglichen Schutz Früchte produziert. Das ganze Jahr über, 12 Monate lang optimalerweise. Das ist doch schon was. Ups, na, die sind so reif, dass sie mir praktisch in die Hände fallen oder auch auf den Boden. Dann probieren wir sie mal. Wir hatten eine ziemliche Trockenheit hier die letzten Wochen, also sind die Früchte überreif und verschrumpelt. Nicht schlecht, schmeckt wie eine Tomate. Die kleine Kirschtomaten, das Zeug sieht nicht nur aus wie die Tomate, ist nicht nur nah verwandt wie mit der Tomate, es schmeckt doch wie eine Tomate. Also hier haben wir anschaulich ein anderes Beispiel, was der Klimawandel mit seltenen und exotischen und wärmeliebenden Obstarten anstellt. Statt eine sich über wenige Monate erstreckende Ernte im Spätsommer und Herbst, können die Nachtschatten jetzt das ganze Jahr über abgeerntet werden.